Ein Eintrag ins goldene Buch der Stadt Lindau im städtischen Stadion und dann das letzte Freundschaftsspiel der Saison 2018-2019. Das stand für den aktuellen Doublesieger auf dem Programm, bevor sich die Spieler und Offiziellen des FC Bayern in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden durften. Der FC Bayern war zum 100-jährigen Bestehen der Spielvereinigung angereist und diese Spielvereinigung hätte beinahe die Führung erzielt nach 12 Minuten und damit für einen ganz schönen Schock und eine ganz schöne Überraschung gesorgt. Die Mannschaft von Marco Meier beschäftigte den FC Bayern zu Anfangs, dann allerdings wurde der FCB natürlich stärker. Eine Mischung aus Profis und Amateuren in der Startaufstellung. Und einer von diesen Amateuren, Resul Türkgücü, mit dem ersten Tor für Bayern München. Da waren schon 22 Minuten gespielt. Joshua Zirkzee mit diesem schönen Lob. Maximilian Franzke kommt nicht an den Ball, aber Türkgücü lässt dem Torwart keine Chance. Auch sonst natürlich eher Einbahnstraßen, Fußball. Serge Gnabry mit der nächsten Gelegenheit. Nach 24 Minuten und dann die Mehrfachparaden in diesem Spiel, hier in dieser Szene von Alexander Koppers, der sich natürlich dementsprechend feiern ließ. Drei Paraden innerhalb von wenigen Sekunden gegen FC Bayern München, davon kann man seinen Enkeln später auch noch erzählen. Allerdings die darauffolgende Ecke führte sofort zum nächsten Tor für Bayern München. Nach 25 Minuten Paul Will mit dem 2:0. Kurz vor der Halbzeit, dann nochmal schöne Kombination und Serge Gnabry bedient hier Maximilian Franzke, der allerdings freistehend am Pfosten scheitert. Wie gut das rausgespielt war und wie knapp das war, zeigt die Zeitlupe. Bayern München also die überlegene Mannschaft mit ein kleinem bisschen Pech, aber die Spielvereinigung Lindau kurz vor der Pause mit dieser Szene und mit einem Tor. Moussa Gaye. Mit dem Tor, das in die Geschichte der Spielvereinigung Lindau eingehen wird. Ulreich zunächst mit der starken Parade, obwohl der Ball noch abgefälscht war. Aber dann hat er keine Chance. Gaye mit diesem unangenehmen Aufsetzerkopfball zum 2:1 Pausenstand. Das Ergebnis also für die Heimmannschaft ganz herausragend. Auch in der zweiten Hälfte drückte zunächst natürlich nur der FC Bayern. Kingsley Coman eingewechselt und mit der ersten Chance nach 55 Minuten. Gute Parade auch von Dogu Khan Uyunç in dieser Szene. Knappe Viertelstunde später, nächste gute Möglichkeit für Bayern, Oliver Batista Meier. Und wieder ist der Pfosten im Weg. Bayern München mit lässiger Überlegenheit, mit etlichen Torchancen, aber eben nur mit dieser Ein-Tore-Führung. In der 73. Minute, dann auf einmal wieder einer der ganz seltenen Angriffe von Lindau. Und auf einmal kommt hier Amir Bolic an den Ball und schießt tatsächlich den 2:2 Ausgleich. Unglaubliche Szene natürlich und auch unglaubliche Freude für die Spieler des Neuntligisten. Christian Früchtl auf dem falschen Fuß erwischt. Und Niko Kovac konnte es wahrscheinlich auch nicht fassen. 2:2 nur gegen Lindau. Allerdings sollte dieser Spielstand nicht lange Bestand haben. 82. Minute, Bayern München auf dem Weg nach vorne und ein Eigentor von Daniel Fritzler. Hinter ihm wäre allerdings Joshua Zirkzee auch zum Einschießen bereit gestanden. 3:2 in der 82. Minute, 4 Minuten später dann diese Szene. Spielertrainer Marco Meier mit einem tollen Freistoß, gute Parade Früchtl und dann rettet der Pfosten für den FC Bayern München. Also trotz Freundschaftsspielcharakter, die Lindauer gaben nicht auf. In der letzten Szene dann Anschauungsunterricht in Sachen Geschwindigkeit und Präzision. Renato Sanchez bedient hier mustergültig. Kingsley Coman, der lässt den Gegenspieler aussteigen und erzielt das letzte Tor des Tages. Coman nach einer tollen Saison, das gilt natürlich für alle Bayern-Spieler, mit dem letzten Tor, dem 4:2. Ein letzter Sieg also für den Doublesieger 2018-2019. Und jetzt kann endlich der wohlverdiente Urlaub losgehen.